Alrighty, sind liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakespeare bitte mit Basti. Es ist 16 Uhr, der Elevator startet und es gibt natürlich einen Elevator-Code auch von mir. Richtig geiler Code, Hanrizzle-RFFM. Das klingt wie so ein Radiosender. Radio for Fancy Members of Shakespeare bitte, keine Ahnung. Elevator geht auf jeden Fall los, ist sehr gehypt mal wieder, denn sehr wichtig. Ich werde gleich noch mehr dazu erzählen. Der Code gibt euch 100 Lucky Coins, 25 Keycards und ein Potion of Eternal Life. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auf einen eurer Chars meinen Code einsetzt. Ja, das reicht, wenn ihr es bei einem macht. Oh, lecker Frucht. Frucht nehme ich mit, ja. Nee, aber mal ganz in Ernst, der Elevator ist echt wirklich ein richtig fettes Event für Free-to-Play-Spieler. Aber auch für Pay-to-Win-Spieler natürlich. Und ja, man ist schon ganz hyped auf dem oder beim Server. Gerade Order 66 hat natürlich vor, auch viele, viele Resis zu farmen. Ich denke, auch andere Gilden auf dem Server, EU5, haben das vor. Und ich muss euch einen wichtigen Tipp mitgeben, Leute. Das ist mir beim letzten Mal dann erst am Ende des Elevators aufgefallen. Und ich wollte es eigentlich nochmal erwähnen, habe es aber immer vergessen. Und jetzt hatten wir natürlich auch im Gilden-Talk im Discord nochmal drüber geredet. Es gibt Schleckereien, die ihr euch kaufen solltet, selbst wenn ihr Dungeons easy schlägt. Und das sind diese Schokis. Ja, ich habe jetzt kein Bild davon wahrscheinlich, aber die müsstet ihr auf jeden Fall sammeln oder einsetzen während der Dungeons, denn ihr kriegt bessere Ressourcen raus. Ihr kriegt, glaube ich, 10-12% mehr und wahrscheinlich auch sogar mehr Heldtoken. Ja, also, aber der Elevator ist halt ein geiles Event für Free-to-Play-Spieler und Pay-to-Win-Spieler. Es gibt auf EU5 natürlich auch viele, die hyped sind. Das erste Mal Elevator auf dem Server, man will auf jeden Fall viele Ressourcen farmen, ist ganz klar. Festungen ausbauen, Hall of Night nachziehen. Da wird einiges passieren, auch bei mir. Ich werde euch da definitiv mitnehmen. Aber was mir ganz wichtig ist, und das ist mir beim letzten Mal am Ende des Elevators erst aufgefallen, ich habe es dann immer wieder vergessen, wurde jetzt auch zuletzt im Discord bei uns natürlich auch besprochen, das ist das Thema Schleckereien. Und zwar, ihr könnt mit Schleckereien, mit bestimmten Schleckereien, eure Loot vergrößern und auch Heldtokens. Ja? Das heißt, ihr könnt pro Angriff mehr Heldtoken farmen oder halt mehr Resis bekommen. Ich glaube, ich habe es jetzt leider nicht auf dem Schirm, dass das zwei verschiedene Schleckereien sind. Schokolade und irgendwie Goldmünzen, glaube ich, gibt es da. Beziehungsweise ihr müsst halt einfach mal schauen. Auch Free-to-Play solltet ihr in den Shop reinschauen, denn das kann euch auch viel bringen. Indem ihr auch gerade auf diesen Servern EU3, EU4, EU5, da werden Ressourcen benötigt, könnt ihr also pro Angriff viel mehr abfarmen. Und klar, Pay-to-Win-Spieler können dann weiterblättern. Ja, es lohnt sich vielleicht nicht unmittelbar bei den ersten Floors, ja. Aber so, ich sag mal, ab Floor 60, 70 oder so kann man sich das echt schon überlegen. Und ich sag's mal so, selbst auf EU5 werden wir, also zum Beispiel jetzt Spieler in dem Levelbereich wie ich, schon auch über 100 Floors kommen, mit Sicherheit. Also davon gehe ich zumindest aus, ja. Und wird echt spannend sein zu sehen, wer da wie abschneidet auf dem Server. Es gibt ja echt wirklich viele ambitionierte Gilden auf EU5. Ich würde auch gerne sehen, wie viele Gilden schaffen denn überhaupt einen legendären Edelstein zu bekommen als Reward und dergleichen und so fort. Das sind natürlich meine Ziele für EU5, die werden wir besprechen, auch in einem Video oder im Livestream definitiv. Aber ich habe noch was vor und entsprechend vorbereitet. Und zwar habe ich hier so eine kleine LibreOffice-Tabelle gemacht mit den letzten Rewards auf den ganzen Servern, wo ich spiele, beziehungsweise Elevator-Ergebnissen. Und gehen wir einfach mal hier ein bisschen durch. Server 7 auf dem Aufruhr-Server. Das Projekt geht weiter. Ich habe das mit 401 Level abgeschlossen bei 47.271 Elevator-Token. Held-Token, hier habe ich zum Beispiel vergessen, was zu machen. Dahinter habe ich geschrieben, welchen Rang ich hatte in der Gilde, 31. und was meine beste Etage war, 194. Jetzt ist es so, dass ich natürlich auf dem Server nicht extrem dolle gespielt habe. Ich war mir auch immer nicht so sicher, geht das denn jetzt noch weiter? Ich habe zwar gesagt, ich spiele weiter auch, aber
habe halt viele Zeitmaschinen-Alu abgeholt und sowas. Bin jetzt im Level auch nur 7 Level höher. Klar, man hat auch mal geskillt, vielleicht hat man auch mal im Legi-Dungeon was gemacht. Man ist tendenziell stärker, das heißt, mein Ziel ist eigentlich auf diesem Server, dass ich meine beste Etage wieder erreiche. Ich werde höchstwahrscheinlich weniger pilzen als beim letzten Mal. Die Pilze habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, die ich hier eingesetzt habe. Aber dann hätte ich natürlich auch die Ambition zu sagen, Top 30 wäre super in der Gilde, wenn man das wieder schafft. Wird man sehen. Ja, ich will auf jeden Fall nicht letzter sein. Und ich muss auch sagen, beim letzten Mal hatten wir das Problem gerade zum Ende des Elevators, dass ich doch, ich weiß gar nicht mehr warum, aber zum Wochenende dann einiges verpennt habe. Ich bin Sonntag auch zu spät, nach 8 Uhr, also nach 20 Uhr erst online gewesen, habe ich zum Beispiel auch nicht gespielt. Und muss ich mir auf jeden Fall auch merken für dieses Mal, dass man am letzten Tag vor 20 Uhr spielen sollte, ja. Solltet ihr euch auch merken, ja. Ja, jetzt habe ich gesehen, dass hier die Angaben gefehlt haben. Die habe ich natürlich mal eingeführt. Also eines ist mein eigenes Level, aber halt auch, was die Gilde erreicht hat, in welcher Gilde ich war, welcher Rang. Und wir sind natürlich bei den Elevators und zum letzten Mal waren wir Rang 3 mit 2,617 Millionen Held-Tokens. Und das Ziel wird definitiv sein, das Ergebnis zu verbessern. Ich denke, dass einige Spieler, also Grafzahl hat schon wieder eine sehr motivierende E-Mail geschrieben, Silber ist es. Sehr ambitioniertes Ziel, das wäre dann der Grund für mich halt auch zu sagen, ich muss mein altes Ergebnis auf jeden Fall erreichen. Mal gucken, wie viel Pilze das kostet, damit dieses Ziel auch umgesetzt werden kann. Denn theoretisch, wir hatten noch 2-3 Elevators wahrscheinlich Zeit, bis die 2 Jahre um sind, aber wenn so ein Grafzahl das auch wünscht und motiviert, dann will man das natürlich auch irgendwo schaffen, ne? Dann auf S41, auf dem Assassinen, bin ich mit Level 526 geendet bei 87.133 Held-Tokens. Ich war 14. Platz und meine beste Etage war 300. Das ist natürlich mein bestes Ergebnis ever gewesen beim Elevator bisher. Und auf diesem Server wird es auch immer wieder der beste Elevator bleiben. Da bin ich mir sicher. Ich bin jetzt im Level nochmal 6-mal gestiegen. Und die Gilde hatte 3,215 Millionen Held-Tokens. War damit nur leider 2. Platz insgesamt, aber echt sehr gut vertreten. Ich denke, die Gilde hat das Ziel, dieses Ergebnis zu halten. Ersten Platz zu erreichen liegt halt auch immer daran, ob Crit Happens halt richtig durchzieht. Ja, die sind natürlich auch die stärkste Gilde auf dem Server. Ich selber, wäre schön, wenn ich die 300 wieder erreiche, aber tatsächlich, wenn ich dann sage, ich würde, wenn ich jetzt Pilze ausgeben muss, um ein gewisses Ziel zu erreichen, würde ich eher auf S7 noch mehr Pilze investieren als auf S41. Damals habe ich ziemlich viele Pilze investiert für dieses Ergebnis und auch da war ich eigentlich Top 10, habe aber am letzten Tag halt eben auch nicht mehr gespielt. Da würde ich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem mein Char natürlich besser geworden ist. Man skillt ja auch, ne? Man skillt extrem viel auf dem Char. Dass ich nicht unmittelbar viel mehr erreiche. Könnte ich mir vorstellen. Und dann kommen wir zu den EU-Servern. Klar, auf S1 war ich mit 365 dabei, hatte 39.755 Held-Tokens, 26. Platz war ich in der Gilde und 169 war die beste Etage. Ich bin seither schon relativ viel in der Dungeon-Pause, das heißt, mein Level ist nicht doll gestiegen. Klar, auch hier skillt man, rüstet man sich hin und wieder neu aus. Die Umstände haben sich ein bisschen geändert. Damals waren wir bei Everpeace, Rang 5. Das war die beste Gilde der 3 Partnergilden im Elevator. Die anderen waren aber auch nur knapp im Rang dahinter. Wir hatten auch über 2 Millionen Token. Ich denke, das wäre wieder ein Ziel, definitiv. Aber es ist so, dass sich die Spieler rotieren ja auch ein bisschen. Und ich kann jetzt nicht sagen, welche Gilde da jetzt dann die stärkste ist. Ich denke da aber, dass es eine Gilde geben wird, die um Platz 3 spielt. Und ich glaube, ich bin im Moment nicht in der Gilde drin. Muss auch selber echt gucken. EU1 ist echt schwer für mich, so weiterzuspielen als Main, jetzt seit EU5 tatsächlich. Eben auch durch die Dungeon-Pause. Also es ist ja pilzsparend eher. Ich denke, hier werde ich auf jeden Fall versuchen zu pilzen. Ich werde, wenn ich es schaffe, versuchen, die Ergebnisse zu verbessern. Wie weit? Werden wir sehen. S3 und S4... SF Game EU sind auch sehr interessant, weil eigentlich hieß es ja, ich spiele die gar nicht mehr. Im Moment spiele ich sie aber noch. Und ja, damals auf S3, waren wir natürlich ein bisschen schlechter. Ja,
Moment, hier habe ich, ja genau, da war ich mit Level 280 unterwegs, habe 24.000 Heldtokens gemacht, war 40. Platz in der Gilde mit Etage 119. Das war nicht optimal. Die Gilde damals war Parabellum Top 4 bei 1,3 Millionen Token. Jetzt bin ich in einer anderen Gilde, die nicht so weit oben steht. Deshalb kann ich hier dazu nichts sagen. Ne? Aber bei mir selber, ich bin jetzt seit 326, habe ich natürlich vor, das schon etwas zu verbessern. Also so Etage 150 oder sowas könnte drin sein. Ich werde auch da versuchen, Pilze zu investieren. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht es aber nicht schaffe, jeden Tag zu spielen. Also bei beiden Servern habe ich angekündigt, dass es sein kann, dass ich vielleicht nicht jeden Tag die Heldtokens bekomme. Das ist aber dann auch gar nicht so schlimm in der Regel, weil wenn man, solange man nur einen Tag Pause hat, denn man kann ja dann 40 Etagen am Folgetag ballern. Damit verliert die Gilde im Prinzip nur Heldtokens, wenn ich halt am Tag zuvor nicht viel weiter pushe. Und vielleicht versuche ich mich da auch einzupendeln. Es wird sowieso sein, ab Etage 150, wie gesagt, oder so, dass man dann nicht mehr so viel weiterkommt und dann verliert die Gilde gar nicht so viele Heldtoken. Aber wichtig ist halt, dass man natürlich weiterspielt und klar, für die Gilde, für die Clankisten ist es schlecht, wenn man nicht spielt, aber für die Heldtoken ist es nicht ganz so relevant. Und auf S3 wurde mir gesagt, mach dein Ding. Ich bin im Level, wie gesagt, höher. Ich hoffe, dass ich da was erreiche. Und auf S4.sfgmeu, da war der Serverstart direkt Hellevator. Das war richtig krass. Das war ja so dieses Seelenpaket und ein 4-Tage-Event und Hellevator. Das war extrem krass. Das war zu Ostern, glaube ich. Und Pfingsten. Pfingsten war das mit Montag. Ja, da gab es ja echt Rekorde für die Unterwelt und sowas. Das war sehr krass. Da war ich bei Order 66, Rang 5, bin dann aber zum Ende des Hellevators zu Undead Army gewechselt. Die Undead Army war damals Rang 17 und ihr habt vielleicht im letzten Part Players to Watch, EO4 von heute, der online kam, gesehen, dass Undead Army eine von 7 Gilden ist, die ziemlich weit oben stehen könnten in der Ehrenhalle und damit vielleicht auch im Rangbereich ziemlich weit oben stehen könnten, da man die 50 Raids geknackt hat. Und das bedeutet natürlich, hier werden ganz andere Ergebnisse kommen. Auch die Order 66 wird viel besser abschneiden. Ich selber, wenn ich jetzt auf das Level gucke und das mit S3 SFGMEU vergleiche, wo ich ja Berserker war oder bin, hier als Barde, aber wahrscheinlich als etwas stärkerer Barde im Verhältnis, denke ich, würde ich gerne auch so 30.000 Heldtoken schaffen. Vorausgesetzt, ich schaffe es halt auch sehr aktiv zu sein, das wird man sehen. Ja, und klar, S5, habe ich schon gesagt, da versucht man sehr weit zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch im Heldtoken-Bereich höher ist als andere Gilden, die mit so einem Durchschnittslevel dann gekämpft haben. Ist kein guten Vergleichswert, aber die Daten, die wir jetzt im Hellevator spielen, die werde ich dann hier eintragen. Und dann können wir beim nächsten Hellevator auch wieder vergleichen. Und das ist echt cool. Und ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, wie eure Ziele sind im Hellevator diesmal. Ob ihr es vielleicht auch sogar vergleichen könnt mit dem letzten Mal. Ob es Char oder Server, Gilde, wie auch immer. Na, könnt ihr gerne mal schreiben. Ich finde das ziemlich cool als Tracking. Und bin gespannt, ob sich die Ziele so ein bisschen, die man sich jetzt so besprochen hat, auch decken werden. Das Level kann ich natürlich dann noch hinten raus erhöhen, sollte ich ein Level abgehabt haben oder sowas. Auf dem einen oder anderen Server wird das definitiv passieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich für den Support, den ihr leistet. Sei es durch die Codes, sei es durch die Aufrufe, Kommentare oder auch durch den Creator-Code speziell im Webshop. An der Stelle nochmal erwähnt, ne? 10% extra Dungeon Luck, wenn ihr Handwrestler angibt. Mittlerweile weiß ich, dass es auch andere Creator gibt, die sogar mehr Dungeon Luck anbieten als ich. Aber seid euch gewiss, der einzig wahre 10% Bonus kommt nur von mir. Ob die anderen den 20% Bonus wirklich halten können, das bleibt noch aus. Ne? Nein, Spaß. Creator Code ist geil, nutzt irgendeinen, ist vollkommen wurscht. Freuen wir uns alle drüber und haben auch alle was davon. Und ich würde jetzt sagen, haut rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer